spielen wir eine Runde Isaac. Der hoffen, dass mein Internet heute für 3 Sekunden stabil bleiben wird. Das wäre echt cool. Hätten wir eine Challenge, die wir machen können? Irgendwas? Wie wär's mit Speed? Speed klingt fürchterlich. Machen wir Speed! Los geht's! Oh, das wird wirklich nervig. Das gönnen wir uns. Alles ist ziemlich schnell und ich muss Moms Hart besiegen. Okay. Außerdem von der Segwin. Frischer Sub. Vivi, lieben Dank. Ja, das wird ungewohnt, aber ich sollte wahrscheinlich Goldräume haben. Die Stopwatch wäre ein ganz nettes Picker für diese Challenge. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, das wird, sollte auf jeden Fall nicht die längste Challenge werden. Ja, das ist ein Kontrast zur XXXXL-Challenge. Oh Gott. Kann ich mein PC irgendwie underclocken? Und so die Geschwindigkeit drosseln? Ich meine, es sollte theoretisch möglich sein, oder? Ich weiß nicht, ob underclocken Sinn ergibt, aber bestimmt in irgendeiner Hinsicht. Kann ich nicht schnell After Effects aufmachen und irgendwelche Lichteffekte vorrendern lassen? Das ist, glaube ich, auch nur 12 Minuten Zeit, oder? Na, 15 Minuten? Was? Man hat nur begrenzt viel Zeit? Oh nein. Oh nein. Oh, das hätte ich wissen müssen. Das hätte mir aber jemand sagen müssen. Okay, haben wir Goldräume? Wir haben Goldräume. Die will ich also auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Angemessen. Würde ich einfach mal behaupten. 2 Cent. Ist okay, ist okay. Also ich kann auch auf jeden Fall ein Soul Heart kaufen. Ich denke, das werde ich schnell übernehmen. Und dann werde ich direkt zum Boss gehen. Und der Boss wird ziemlich fürchterlich für mich. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Die Sache ist, ich kann in diesem Run so viel bummeln, wie ich will. Boom! Man! Ich kann so viel bummeln, wie ich will. Es wird sich einfach... es ist egal an sich. Es ist interessant, dass die Bomben nicht schneller explodieren. Ja, wir sind nämlich so schnell unterwegs. Es ist so, als hätte ich eine Stunde Zeit für diesen Run oder so. Es waren angenehme Gurglings. Ich will das. Für ein Tier-Stuff und für Soul Hearts. Okay, los geht's. Das ist jetzt mein Problem mit der Challenge. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich denke, es kommt sehr darauf an, was für Items man findet. Ich denke, Binkias erstes Pickup war soweit ziemlich gut. Sowohl für die Soul Hearts als auch für den Rest. Die Sache ist, ich glaube, ich werde versuchen, auf Devil Deals zu gehen. Tut mir leid, wenn ich vielleicht anfange, etwas schneller zu sprechen als üblich, aber die Geschwindigkeit ist einfach sehr... Das ist der Rhythmus, bei dem man mit muss, versteht ihr? Ich kann mir da auch nicht helfen. Secret Room, bist du vielleicht hier, zufälligerweise? Zufälligerweise nicht, okay. Dann, hauen wir ab. Oh! Haben wir gesehen, wie ich durchgelenkt habe? Hab mich nicht weiter beeindrucken lassen davon. Nein! Oh, das ist kein cooler Raum für die Geschwindigkeit. Okay. Ich verliere meine Soul Hearts. Ich denke, das könnte man als ein Problem bezeichnen. Das ist absolutes Desaster. Kann ich nicht irgendwo noch eine Batterie herumlegen? Ja, da unten. Den Strohhalm kann... Das ist eine halbe Batterie. Ich kann den Strohhalm doch nicht mitnehmen. Was soll ich denn mit dem Schwachsinn? Der ist super nutzlos. Ich wünsche, ich hätte einfach die HP mitgenommen. Es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn ich auf Devil Deals gehen will. Zu spät. Zu spät. Schauen wir in den Shop. Vielleicht haben wir einen Soul Heart. Ich könnte das Zeug mitnehmen, aber... Na, wir nehmen das Soul Heart. Okay. Schauen, wer mich erwartet. Oh nein. Oh nein. Wenn der sich nicht selbst in die Luft springt, wird er so viel Zeit verschwenden. Mit seiner bloßen Anwesenheit. Und ich habe das Gefühl, er hat nicht vor, gerade sich selbst in die Luft zu sprengen. Nein! Oh Gott. Oh nein. Oh, der ist ein bisschen verwirrend gerade. Spreng dich doch bitte selbst in die Luft. So wie du es immer machst.
Sag mir nicht, dass heute der eine Run gegen Little Horn ist, wo sich nicht selbst die Luft sprengt. Nein! Und hör auf, die Kugeln zu machen. Oh mein Gott. Was, als ob das kein Schaden war? Oh mein Gott, ich... Das ist alles so schnell. Ich habe den Devil Deal gerade verkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so ein Schwachsinn. Oh, wirklich, gegen Ende. Okay. Okay, wir nehmen das mit. Und ich bekomme Damage ab. Sehr schön. Das ist gut. Puh, oh, hier wäre noch eine Batterie gewesen. Und dann holen wir uns... Yes! Los geht's! Oh, yes! Yes! Member Card und sowas wäre cool gewesen, aber ich kann mir das nicht leisten. Tax Zero, das bringt doch direkt ein bisschen Leben in den Run. Würde ich einfach mal behaupten. Vor allem mit dem Damage von 4,5. Au. Ich weiß, wir brauchen keine Deals. Ich muss einfach nur überleben. Das ist das Wichtigste gerade. Noch 10 Minuten. Ich habe die Hälfte der Zeit bereits verbraucht. Wollt ihr mich verarschen oder so? Wie soll ich das zeittechnisch hinbekommen? Ja, mein Damage-Output ist jetzt ein gutes Stück besser als davor, aber... Oh mein Gott. Wenn wir nicht was Okayes aus dem Goldraum bekommen, dann würde es nicht gut für mich ausgehen. Wisst ihr das? Es würde überhaupt nicht gut für mich ausgehen. Oh mein Gott. Ich bin auch nicht so stark. Ich bin ehrlich gesagt, ich würde fast sagen, dass ich ein bisschen schwach bin. Ehrlich gesagt. Also ich brauche den Goldraum noch. Ist ja was, wir machen direkt den Boss. Es ist Mega Man. Hey, Mega Man. Okay. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Nein! Yes! Nehme ich mit. Okay, dann noch den Goldraum und wir gehen weiter. Oh, der Goldraum ist nicht hier. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Weiter geht's. Huh. Ist das jetzt Isaac und Xbox Spiele für 15 Minuten? Ja. Oh, yes. Keine Zeit zu verlieren. Wir sind stark geworden. Ich denke, noch ein paar Boss-Items sollten ausreichen, um diesen Run zu Ende zu bringen. One makes you small, das ist hilfreich. Yo! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Seht ihr, was da oben ist? Seht ihr auf der Karte, was ich auf der Karte sehe? Will ich das haben? Das will ich nicht haben, oder? Will ich das rerollen? Was ist das? Das komische Mars. Mars will ich nicht, oder? Mars sieht schlecht aus. Da muss ich doppelt drücken, um es zu werfen. Ich will kein Mars, richtig? Willst du nicht wirklich? Okay. Los geht's. Uranus. Der Uranus. Wir haben Eistiers. Stark. Starke Sache soweit. Was ist das? Yes, Daddy Longlegs! Keine Zeit zu verlieren. Komm schon, zeig dich! Zeig dich! Okay. Immer noch keine Zeit zu verlieren. Einfach nur weiter. Schlüssel. Oh nein. Ah, dann wiederum. Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, die gute Gertie ist eine gute für hier gerade. Nein! Ich wurde getroffen. Okay. Hervorragend schneller Kampf und trotzdem Devil Deal. Los geht's.
Ja, nein, nein, das nehme ich nicht mit. Weiter geht's. Eistiers sind so lächerlich stark. Das will ich auch hoffen, denn, ich brauche gerade was lächerlich Starkes. Ich würde sagen, in Kombination mit, Daddy Longlegs ist das ziemlich in Ordnung, was wir hier haben. Oh Gott! Ja, ich denke, damage-technisch sind wir echt, wirklich gut unterwegs. Los, Daddy, stampf nochmal. Yes! Yes, Soulheart. Schlüssel. Weiter geht's. Ich werde Goldräume skippen. Wenn ich an keinen gerade vorbeikomme. Fürs Protokoll. Oh nein, das ist so einer. Oh Gott, hör auf. Hör auf zu nerven. Okay, wir haben ihn. Problem ist nur, dass ich das Soulheart direkt wieder verloren habe, aber das ist Leben manchmal. Oh mein Gott, ich kann die Räume teilweise einfach so schnell clearen. Oh Gott, nicht die Hände. Die verschwenden so viel Zeit. Die verschwenden so viel Zeit mit nichts. Oh mein Gott, 2 Fünfer? Yo. Checkpoint 5, ich brauche ein bisschen mehr Einsatz von dir. Muss ich ehrlich gestehen. Dieser Run macht mich super nervös. Ja, klar. Okay. Los geht's. Wir haben keine Zeit mehr für irgendwas zu verlieren. Es ist an der Zeit, den Boss zu machen. Und für nichts mehr anzuhalten. Vielleicht für den Boss noch kurz. Für den Shop. Los geht's. Los geht's! Wenn ich meine Leben nicht alle verlieren werde, wird das ziemlich gut ausgehen für uns. Rette mich, Sci-Fly! Sci-Fly hier zu bekommen ist schon fast ein bisschen cheap zugegeben, aber wenn das Spiel das so will, dann werde ich mich nicht beschweren. Ups. Wie es aussieht, wäre ich trotzdem von dummen Spinnen getroffen. Zu meiner Verteidigung sind in doppelter Geschwindigkeit unterwegs. Okay, wir nehmen das mit, wie es aussieht. Ich will die Karte noch anschauen. Wheel of Fortune, leider scheiße. Nächste Ebene. Wie viel Zeit? 5 Minuten! 5 Minuten! Wie soll ich das schaffen? In 5 Minuten. Oh Gott. Geht doch weg. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Oh mein Gott. Nein, das ist das falsche Item. Ich dachte, ich hätte den D6. Oh. Egal. Egal. Speed. Warte, was? Ich wollte das Soulheart haben und nicht... Guck mal, das hier gerade ist. Okay, nein. Nach links. Oh mein Gott, nein. Lass mich doch in Ruhe. Emperor-Karte! Emperor-Karte. Oh mein Gott, yes. Und Mama ist bereits zur Hälfte tot. Nein! Okay. Los geht's. Los geht's. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren! Puh. 3,5 Minuten, das sollte ich schaffen. Komm schon. Wir haben noch eine gute Menge an Zeit. Das schaffen wir doch. Ich bin übrigens so froh, dass ich Daddy Longlegs gefunden habe. Ist ja was, ich habe keine Karte, wir hauen ab. Ich bin gerade dazu entschlossen, dass ich die Ebene nicht machen will ohne Karte.
Komm schon, Emperor. Moon. Temperance. Two of Hearts, was auch immer. Wheel of Fortune. Chariot. Wir nehmen Moon. Kannst du auch durch Türen sprengen zur Not. Ja, yeah. Moon sollte mich auf jeden Fall näher irgendwo hinbringen. Okay. Oh Gott. Geh mal weg. Das ist nicht gut. Das hat mich überhaupt nicht näher an irgendwas gebracht. Nach links. Ich werde einfach mal dahin gehen, wo ich denke, wo Moms Heart sein wird. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut gerade. Noch 2 Minuten. Nein, nicht ihr. Warum ihr? Lass mich bitte in Ruhe. Herz mitnehmen. Ja, die haben mich getroffen. Wie kommt ja an der Sci-Fly vorbei? Ernsthaft? Egal, immer weiter nach links. Yes! Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Nein, 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 nein. Die Augen killen. Und wir haben's geschafft. Wir haben gewonnen. Wir können uns selbst auf die Schulter klopfen und beglückwünschen. Denn dieser Run ist gelaufen. Es war nicht mal knapp. Ich habe noch ganze 1,5 Minuten Zeit übrig. Yes! 3 Cards! Yes! Oh, was für ein Run. Wie lange hat das gedauert? 15 Minuten? Oh, ich hatte so viel Glück. Ich hab so starke Items gefunden. Oh mein Gott. Kann sein, dass das eine schwere Challenge ist, wenn man nicht gerade komplett OP ist.